St. Florian, Oberösterreich. Großes Glück hatten 9 Fahrgäste und der Lenker eines slowakischen Reisebusses am Donnerstagnachmittag. Als der Bus auf der A1 Richtung Wien im Gemeindegebiet von St. Florian, Höhe Ebelsberger Berg, in Brand geraten ist, konnten sich die Insassen gerade noch in Sicherheit bringen. Der Lenker konnte den Bus noch auf den Pannenstreifen lenken, bevor er in Flammen aufging. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Während der Fahrt drang um kurz nach 14 Uhr plötzlich dichter Rauch aus dem Motorraum. Die Feuerwehren St. Florian, Ebelsberg, Rohrbach sowie die Berufsfeuerwehr Linz konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Es bildete sich laut ASFINAG ein Rückstau von rund 5 Kilometern.